3, 2, 1. Du hast gerade schon gesagt, du achtest dann sehr auf dein Umfeld und das ist ja auch noch ein wenig weitergeführt außerhalb der Gamescom, wo du dir auch auf die Fahne schreiben würdest, gerade dieses Influencer-Thema noch ein bisschen mit da integriert zu haben und die Startlöcher da gelegt zu haben. Wie kam es denn dann, und ich glaube, das ist ja auch ein Übergang zu diesen Messethematiken, zur Gründung von Second Wave. Also warum Second Wave als Künstlermanagement und wie ist das entstanden, wenn du da mal vielleicht... Ich habe aufgehört, bei der Gamescom zu arbeiten. Kein Bock mehr. Einfach Dienstag, kein Bock, Leute, bin raus, bye. Ja, also ganz so nicht, aber so in diese Richtung. Ja. Und habe dann da aufgehört, wusste aber gar nicht so richtig, was ich machen sollte. Und dann habe ich tatsächlich das erste Mal mit dem Pietz gesprochen. Mhm. Und dann stand irgendwann im Raum, ob ich sie nicht managen will. Und dann habe ich erst so gedacht, so Alter, YouTube, puh, schwierig. Schweine, ne? Stell mal vor, müsst ihr jetzt machen, dann würden so 8 TikToker vor dir stehen. Ja. Und dann müsst ihr so... Nein, Quatsch, aber ne, fand ich ganz interessant und habe dann mit LeFloid, mit dem ich halt auch sehr gut, sehr eng war, durch die Gamescom-Beziehung halt gesprochen, was er davon hält. Und dann sagt er, ja, hey, bin ich sofort dabei. So, und dann haben wir tatsächlich das zusammen gegründet. Und haben das Management gegründet, weil die halt gesagt haben, so ey, wir haben keinen Bock mehr auf diesen administrativen Scheiß, sondern wir wollen Content produzieren. Und dann haben wir das Management gegründet. Dann habe ich das anfangs... Also du halt, mit denen zusammen? Ja, genau. Mhm. Und dann hatten wir LeFloid, Pete's Meet, dann war Sarasat noch dabei. Mhm. Weil den hatte ich auch gefragt und er so, ja, geil, cool, Bock drauf. Und dann irgendwann ist Paluten dazu gekommen. Ja doch, irgendwann ist Paluten dazu und dann habe ich das erstmal alleine gemacht und habe dann aber gemerkt, so okay, irgendwie habe ich da Bock drauf, weil es halt auch so um Gestalten, Entwickeln und sowas ging und mir halt der Gamescom-Stress schon gefehlt hat. Ja. Und dann habe ich halt geguckt, okay, wie kann es weitergehen und habe dann für mich so entschieden, wie Künstler und ich zusammenkommen. Also was sozusagen die Metaebene ist, warum wir überhaupt zusammenkommen. Ist es Geld, ist es finanzielle Aussichten, ja, oder ist es Persönliches, und habe mich relativ schnell dafür entschieden, das auf persönlicher Ebene zu machen. Und dann, ja, dann kamen Künstler dazu, immer Stück für Stück. Und dann Mitarbeiter dazu, dann Standorte dazu, dann andere Firmen dazu, noch mehr Mitarbeiter dazu und jetzt... Hast du es wieder geschafft, nochmal dein Leben deutlich stressiger zu gestalten als mit der Drecks-Gamescom damals. Wieder eine 7-Tage-Woche, ne? Wieder eine 80-Stunden-Woche. Aber ich mag das halt. Also ich mag halt dieses Gestalten. Und was wir jetzt halt geschafft haben, ist, dass wir dieses völlig übertriebene 360-Grad-Betreuung können wir jetzt in alle Seiten abbilden. Also sowohl in Richtung Kunden als auch in Richtung Künstler. So. Und ja, da sind wir gerade dabei, das Ganze noch so ein bisschen zu festigen. Haben halt, während wir früher oder am Anfang hatten wir immer nur Top-Künstler. Also die entweder in ihrem Bereich, in der Sektion, wo sie waren, zu den führenden Künstlern gehörten oder eine Nische bedient haben, haben wir dann halt jetzt vor einem Jahr angefangen, Aufbaukünstler aufzunehmen. Also Leute, wo wir da sagen, okay, die haben richtig Potenzial, um zu gucken, okay, wie können wir die weiterentwickeln. Und falls vielleicht ja jemand zuhört, der vielleicht sich selber als ein aufbauenswerter Künstler empfinden würde, was würdest du sagen, auf was sollte man da achten? So muss ja schon ein bisschen performen. Ich glaube, gutes Beispiel ist ja jetzt in jüngster Zeit ist Jen, ne? Jen. Ja, Jen Yan. Genau. Genau, die jetzt gerade hier neu angefangen hat. Genau. Also tatsächlich gibt es das nicht, sondern ich glaube, das Egoistischste, was ich in diesem Beruf mache, ist, ich muss Bock auf den Künstler haben. So, ne, wir haben eine Künstlerin, und da werde ich oft gefragt, warum? Nancy Wenz. Das ist in meinen Augen eine der besten Maskenbildnerinnen, die ich so, die macht halt so ganz, also Maskenbildnerin. Die macht halt so ganz krasse Make-ups und so und von sich aber auch so richtig krasse Masken. So richtig krasse Masken. Nancy Wenz, Instagram findet man. Und
die hat mich gefragt, was muss sie tun, damit sie zu uns ins Management kommt. Mhm. Und ich mag die so gerne, weil die ist so bodenständig, herzensguter Mensch. Und dann habe ich gesagt, so, dich nehme ich sofort. Mhm. So, wo alle gesagt haben, so, warum? Ja. Ich so, weil ich sie mag. Mhm. Und weil es mir nicht wehtut, sondern im Gegenteil, ich habe Bock darauf, mit der zusammenzuarbeiten. Und das heißt, es ist viel, viel persönliche Geschichte. Ich muss halt Bock drauf haben. Hm. Ich weiß auch immer noch, das war auch als wir beide angefangen haben, war das genau so ein Ding. Da war ich gerade in einem absoluten Tiefpunkt, wenn es um das Gaming-Thema ging und war noch im UFO, das weiß ich. Und da habe ich dann gerade aufgehört, wegen diverser Vorgeschichten mit meinem ersten Management zusammenzuarbeiten. War nicht so gut, kann man auch einfach mal sagen. Grüße gehen raus. War richtig scheiße sogar, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also gibt es auch jetzt bis dato noch ein paar Kollegen, wenn ich die sehe, da kocht es Blut in mir. Aber naja, das alles zu seiner Zeit. Karma kommt, dreht zwei Runden. Aber genau, und da war ich auch ziemlich geknickt, das weiß ich noch, und war auch echt in keinem guten State of Mind. Ich glaube, du erinnerst dich, als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Und hatte aber schon 1 Million Abonnenten. Aber das war dieses Loch 1 Million Abonnenten, was ich dann erreicht hatte, weil ich war so geil, alle Ziele erreicht, keinen Bock mehr. So, oder beziehungsweise keinen Plan mehr auf einmal. Also ich war, muss man sich ja auch vorstellen, in der Position, damit ihr den Kontext wisst, ich war im UFO mit den 4 erfolgreichsten deutschen Gaming-Influencern, die alle es geschafft haben, innerhalb von 1,5 Jahren nicht mehr Gaming-Influencer zu sein. Wir hatten dann auf einmal einen riesigen Racing- und Vlog-Kanal, einen komplett wahnsinnigen Schreihals, egoistisches Arschloch, grüß gehen raus, Sebastian. So, der weiß das, ich liebe den trotzdem. Auf einmal so ein Aquaristik-Vollopfer, ich weiß gar nicht mehr, was los ist. Und dann den anderen Psychopath, der nur mit Kinderstimme spricht, der ist dann mit seinem Gaming-Ding treu geblieben. So, ne? Aber das hat mich dann in eine Situation hinterlassen, wo ich dann war so, weil ich halt gemerkt habe, ich bin ja auch unglücklich mit dem Gaming-Ding. Nur die haben sich alle getraut, irgendwie was anderes zu machen. Sebastian dann noch mit so Real-Life-Sachen. Patrick hat auch viel gevloggt und ich war einfach maßlos lost. Also die haben sich alle so weg und weiterentwickelt und auch weg voneinander entwickelt. Und das war ja auch immer unser großer UFO-Clinch, dass das irgendwie alles andere Themengebiete dann auf einmal wurden, die viel zu wenig Platz hatten, um rumzuexperimentieren. Platz war halt das große Thema. Und dann weiß ich immer noch, dann war ich in dieser gebündelten Situation, ja, bin ich jetzt der 70. Kanal in Deutschland, muss man sich auch mal überlegen, der 1 Million Abonnenten jemals geknackt hat. Das werde ich immer sein, das kann mir keiner wegnehmen. Ich bin der 70. Kanal in diesem Land, der 1 Million Abonnenten geknackt hat. Voll krasses Achievement. Ist halt einfach krasses Achievement. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort einen Arsch abgearbeitet. Komplett Burnout dafür jetzt. Keine Perspektive mehr, kein Plan wohin. Unschöne Geschichten mit Management passiert. Fühle mich richtig scheiße, misshandelt. Vertraue keinem mehr so. Weiß nicht mehr wohin mit mir. Und dann kommt von der Seite tatsächlich Patrick, also Paluten, der zu mir sagt, ey, ich habe das alles mitbekommen. Quatsch mal mit Boris. Und Boris, also dich kannte ich nur tatsächlich aus dieser lustigen Anekdote gerade eben, dass ich da unter diesem Red Bull stand mit ganz vielen anderen noch und da war es nicht sehr schwer in dem ersten Jahr, als das da aufgebaut war, sich mal schnell unter der Barrikade durchzuschleichen und mit uns noch ein Bild zu erhaschen, was viele auch gemacht haben. Und dann stand ich nämlich an Patrick dran, da hatten wir zu essen, gab es immer bei den ESL-Dingern, da habe ich mir gerade Essen geholt und bin dann rausgekommen aus diesem Zelt und ich stand davor und ich bin da so hin und du warst so, wer bist du denn? Dann habe ich gesagt, Sturmwaffe, ich gehöre hier mit Patrick, bin ich hier. Und dann, das wusste ich noch und dann warst du so, also okay, Influencer. Und dann hatte ich so ein Badge und meinte ich so, ja, Gamescom-Chef, irgendwie so. Und dann war aber cool. Ne? Aber das war in erster Instanz war so, nicht noch einer, weil dann die ganze Zeit irgendwie Leute sich darunter durchgehen und du warst berechtigterweise ein bisschen abgefuckt dann, weil ihr wolltet einfach nur quatschen. So. Und genau, und das war die eine, wo ich so, weiß nicht, hat der Bock? Ich glaube, der mocht mich nicht so gerne, weil die Pizza hat mich dann auch noch mit rausgenommen und da warst du auch nämlich noch dabei. Da wolltet ihr dann was essen gehen, da habe ich gesagt, ich gehe nach Hause und hast du mich nur so komisch angeguckt, weil ich nicht mit essen gegangen bin mit dem Pizza, weil ich gesagt habe, keinen Bock. So. Und dann war der so, nee, quatsch doch mal. Und in dieser Position, wo ich dann auch sagen muss, das ist sehr ungesund immer für Influencer, von 5 Jahren, die ich das dann gemacht hatte oder 4 Jahren, die ich das dann gemacht habe, bis zu 1 Million Abonnenten, habe ich selten, wenn ich etwas machen wollte, von jemandem das Wort Nein oder Warte bekommen. Und da weiß ich noch, hatten wir das erste Gespräch, da ging es ziemlich zur Sache, nicht negativ, aber sehr ehrlich und auf dem Deckel. So. Und das fand ich aber eigentlich ganz gut, weil es auch sehr auf Augenhöhe stattgefunden hat. Und dann hast du zu mir eine Sache gesagt, die werde ich bis heute nicht vergessen, weil es dann nie einer gemacht hat vorher. Dann hast du gesagt, lass uns mal gucken, wie wir zusammenarbeiten, aber einen Vertrag gebe ich dir jetzt nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, wie bitte? So, ich bin doch voll der most important Nummer 70 Abonnenten in Deutschland. Guck mal hier, ich habe tolle Sachen, die ich erzählen kann und das ist voll wichtig. Du hast gesagt, so ja, aber
mach doch jetzt erstmal, probier doch jetzt erstmal wieder ein bisschen klarzukommen. Ich halte den Rücken frei in Verhandlungen mit deinem Netzwerk, die wir dann zusammen gemacht haben, in Terminen hier, komm doch mal nach Berlin und lerne mich auch mal kennen, um auch mal zu gucken, ob es für dich passt. So hat mir auch vorher nie einer gesagt. Davor war das immer nur so, hey, du bist Influencer, ich melk dich. So, das war der allgemeine Status quo, solange bis dann halt diverse andere Produktionsformate, Hust, Hust, die ich hier gemacht habe, solange bis ich dann heulend in der Ecke lag und nicht mehr klargekommen bin auf mein Leben, weil du einfach so gepusht wurdest, hey, ich will den Vertrag nicht verlängern, hier ist die Vertragsverlängerung. Habe ich einfach schon mal gemacht, Freddy. Solche Sachen sind ja vorher immer nur passiert. Dann nach einem halben Jahr haben wir ja auch erst angefangen, dass du dann irgendwann an einem Punkt hast du dann gesagt, nee, klappt so lange so gut, lass uns jetzt mal über einen Vertrag reden. Ganz offen, ehrlich und transparent. Und das kannte ich nicht. So war unsere dann Zusammenkommen-Geschichte, das weiß ich mir noch sehr gut, weil ich an einem Punkt war, wo ich wirklich auch einem Management gegenüber und gerade auch einem Management gegenüber, damals waren es ja, wie du gesagt hast, noch keine aufbauenden Künstler, sondern wirklich nur die Top-Creator, so auch rund um die Games kommen, so also Flo, Pietz, Palle und, ne, 1000 Leute irgendwie, die auch natürlich meine Freunde sind, aber auch meine Arbeitskollegen und auch sehr erfolgreiche Arbeitskollegen. Und ich weiß immer noch, dann von deiner Seite aus zu sagen, so lass mal probieren, da war ich immer noch so, Glück gehabt, weil ich wusste wirklich nicht mehr, wohin mit mir. Also es könnte auch tatsächlich gut sein, wenn wir das damals nicht gemacht hätten, dass ich es nicht mehr machen würde gerade, weil ich so lost war mit allem. Also mir ging es nur noch schlecht und ich wusste wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Ich hatte wirklich keine Ahnung mehr. Und nur jemanden in der Zeit da zu haben, der mir den Rücken freigehalten hat mit, das ist ein scheiß Vertrag, darum kümmern wir uns sofort. Du kommst mal nach Berlin und machst ein entspanntes Wochenende mit mir hier. Das hat mir damals auf jeden Fall krass geholfen, das weiß ich noch. Danke dafür übrigens nochmal. Gern geschehen. War für mich auch cool. Nein, aber das ist ja, diese Vertragsnummer ist halt so, ist eigentlich ein Faulheitsding, weil wenn du einen Vertrag machst, der für beide Seiten gültig ist, dann ist der ist ja für die schlechteste Zeit, die man miteinander hat. Nämlich, wenn irgendwas unklar ist. Ja. Der ist ja nicht dafür da, wenn alles geil ist. Ja. So, die erste Phase ist wie in der Beziehung die Euphoriephase. Alles ist geil. Wow, geil, der geht ans Telefon, wenn ich ihn anrufe. Wow, geil, der antwortet mir, wenn ich ihm eine Mail schreibe. Was bedeutet, für mich ist es so, was soll da schiefgehen? Also wenn ich nicht irgendwas mache, wo ich dich beleidige, misshandle oder sonst irgendwas, dann kann doch da eigentlich nichts schiefgehen. So, aber wenn du so einen Vertrag hast und du stellst nach 2 oder 3 Monaten fest, das passt nicht. Aus irgendeinem Grund. Du krassester Veganer, der mich töten will, weil ich Fleisch esse. Häufig so. Sehr oft passiert. Dann passt es halt nicht. So, so einen Vertrag zu lösen, ist immer scheiße. Weil da steht dann drin, Vertragsfrist, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre. Und dann bist du an jemanden gebunden, wo du weißt, der hat keinen Bock mehr, mit dir zusammenzuarbeiten. Also kann man sich das auch sparen. Man kann doch dann lieber sagen, wir gehen ein Verhältnis ein, was doch sowieso maximal vertrauensvoll sein soll. Also wenn es am Anfang nicht klappt, brauche ich auch keinen Vertrag. Und wenn wir sagen, wir arbeiten zusammen, als wenn wir einen Vertrag hätten, und das wird einmal gebrochen, dann brauche ich keinen Vertrag. Ja, klar. So, und insofern war das für mich halt relativ logisch, oder mache ich es immer bei jedem Künstler, das ist doch scheißegal, wie groß er ist. Ja, ja, habe ich auch gemerkt, ja. Quasi so, Vertrag gibt es nicht. Ja, ja. Und alle haben diese Reaktion, wie, du willst keinen Vertrag? Ich so, nö, will ich nicht. Warum? Ja, ja. So, weil ich will mir auch die Freiheit, also ich will immer die Freiheit haben, wenn du über eine Grenze gehst, die ich niemals akzeptieren werde, möchte ich sagen, verpiss dich. Und ich habe wirklich alles probiert, Nacktbilder, am Wochenende anrufen, anschreien, heulen, alles schon geklappt, hat nicht funktioniert. Ich kenne die Grenze noch nicht. Das ist das große Thema. 5 Jahre gibt es Second Wave? Ja. Das wollte ich nur mal in den Raum stellen, mehr habe ich eigentlich nicht dazu. Ich habe geguckt, ob was kommt. Ich habe geguckt, ob was kommt. Voll, wollte ich nur mal kurz sagen, 5 Jahre schon. Wie lange bin ich schon da? 3. Ja. 2 Jahre gab es schon ohne mich. Ja. Das war eine 2 Jahre. Ist eine geilere Zeit gewesen, ne? Dann kam das Opfer wieder rein. Ha, ich kenne Paluten. Ich bin so der Goofy einfach, der immer neben dem steht, ey, in dem Mickey Maus. Hallo, ich habe eine lustige Mütze, die ihr kaufen könnt in Disneyland. Das stimmt sogar noch, ey. Scheiße, ich bin der Goofy von Paluten. Fuck, ey. Yeah, aha, yeah, der Podcast ist vorbei, ist aber nicht schlimm, like doch rein, lass ein Abo da und dann ist es over, yeah, seid ihr da? Turnover.